Der FC Basel verliert den Klassiker gegen den FC Zürich mit 2:4. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Guillermo Abascal wirkt der FCB von Anfang an verunsichert und kann sich sogar noch glücklich schätzen, dass er nicht noch höher verliert. Nach dieser Niederlage hat der FCB 13 Punkte Rückstand auf Zürcher und 3 auf IB. Im heutigen FCB Total rollen wir die vergangene Woche nochmal auf und blicken auch auf die nächsten Spiele. Heute in der Sendung begrüsse ich zwei FCB-Legenden. Sind das zum einen der Massimo Ceccaroni und der Ernie Meier. Massimo, Ende November hast du deine Ämter beim FCB niedergelegt. Was macht Massimo Ceccaroni momentan? Im Moment suche ich einen neuen Job und hoffe, dass ich so rasch wie möglich einen tollen Arbeitgeber finde, weil ich wieder im Fußball tätig sein wird. Darauf können wir vielleicht noch später zu reden, wenn wir Zeit haben. Jetzt geht es um den FCB. Und die FCB-Führung hat Patrick Ramnier letzte Woche entlassen, weil man sich erhofft hat, dass es durch diesen Wechsel nochmal neue Impulse gibt und der FCB nochmal neu angreifen kann. Gestern hat man aber von der ersten Minute an gesehen, dass der Schuss hinten raus ist. Wir sind leider am Anfang überfahren worden vom FCZ. Das darf in so einem entscheidenden Spiel natürlich nicht passieren. Aber nicht, weil der FCZ so brutal stark war. Also auch ein Grund, klar, aber weil wir halt einfach, uns auch in vielen Aktionen leider zu dumm angestellt haben. Wir haben den Ball zu wenig gehalten, wir haben zu wenig Lösungen mit dem Ball, zu wenig mutig gewesen und dann hinten und vor allem auch in den Umschaltsituationen zu naiv verteidigt. Wir hätten anders auftreten und anders dagegenhalten müssen. Das haben wir nicht. Wir haben ja, zu naiv gespielt teilweise, haben uns Tore selber gemacht. Haben auch bei ein paar Entscheidungen, was ich jetzt gehört habe, ein bisschen Pech gehabt. Aber dementsprechend das Wichtigste, glaube ich, ist unser Auftreten. Das war heute speziell in der ersten Halbzeit nicht vorhanden. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man hier keine Punkte mitnimmt und wenn man dann nichts mehr mit dem Meistertitel zu tun hat. Die Spieler sind zu Recht hässig auf ihre Leistung. Defensiv nicht auf der Höhe und offensiv nicht sichtbar. Die Mannschaft ist noch nie in dieser Saison so verunsichert in ein Spiel gestartet. Das unterstreicht die Vermutung, dass die Mannschaft mit all ihren individuellen Qualitäten einfach ihre Zeit braucht, um erfolgreich zu werden. Und vor allem, dass der Zeitpunkt der Trainerentlassung mehr Schaden angerichtet hat, als das Problem gelöst. In der Hoffnung, dass der Trainerwechsel etwas bewirkt, klar. Wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet auf der FCZ. Schlussendlich ist gleich, wer der Seitenlinie steht. Wenn wir auf dem Platz entscheidende Fehler machen, zu naiv spielen, zu wenig mutig spielen, dann kannst du nach jedem Spiel den Trainer wechseln und bringt auch nicht viel mehr. Viel mehr bringen als schnelle Entschlüsse wird Geduld auf der Führungsebene. Obwohl der FCB in einem riesigen Umbruch steckt, das ganze Kader zuerst im Sommer, aber auch im Winter neu zusammenwürfelt, reden die Verantwortlichen seit ihrem Anfang vom Titelkampf und vom vorne Mitspielen. Statt Erwartungen zu wecken, sollten sie doch Geduld haben, müssten kleinere Brötle backen und könnten so etwas Nachhaltiges aufbauen, sodass man in ein, zwei Jahren vielleicht wirklich wieder vom Meistertitel reden könnte. Ja, Ernie, es hätte Trainereffekt gegeben, aber in die komplett falsche Richtung. Die Mannschaft war gestern von Anfang an verunsichert. Ja, das war so. Ich denke, die Einzigen, die wirklich parat waren, sind die Muttenzer-Kurven-Fans. Die sind vor das Stadion gedreht. Ich bin draußen gestanden, es war wirklich Hühnerhaut. Und die haben den FCB wirklich unterstützt, mit allem drum und dran. Und dann sehe ich einen FCB, der so auftritt wie diese Mannschaft in einem Spiel, wo man gewusst hat, wie wichtig es ist. Man wollte es noch mal allen zeigen. Man hatte einen Trainerwechsel gehabt, wo man ja daraus auch erhofft, dass eine Reaktion kommt. Und da ist gar keine Reaktion gekommen. Und das Schlimme ist, nach einer Viertelstunde könnte 4-5-0 sein. Da hat keiner reklamieren. Ich meine, der Heinz hat zweimal gerettet. Das war der Einzige, der wirklich parat war von den Spielern von Anfang an. Er hat zweimal gerettet, Bellmar einmal angeschossen. Das konnte 4-5-0 sein und man hat nicht einmal reklamieren. Und nach einem Trainerwechsel, so einer Leistung, das hat einfach wirklich gezeigt, dass das gar nichts gebracht hat. Du hast angesprochen, defensiv gar nicht gut gewesen. Und auch offensiv ist eigentlich nicht viel gekommen. Die Goal sind ja eigentlich eher zwei Zufallsprodukte gewesen. In der ersten Halbzeit ist der FC Zürich unglaublich dominant auftreten. Sie haben sehr viele zweite Bälle erobert.
Der Erni hat es angesprochen, man war irgendwie nicht parat und das überrascht der Abascal, wenn man das so mitverfolgt hat in den Medien, gesagt hat, ich wollte vor allem der Mannschaft eine gewisse Grundaggressivität mitgeben, einen höheren Rhythmus und dass man weiss, um was es geht. Und wenn man an diesen Sachen schafft und man sieht, wie das Team auftreten ist, dann überrascht das doch sehr stark. Mit was das zu tun hat, weiss ich jetzt auch nicht. Eins ist klar, der FCZ war unglaublich gut und hat wirklich nach 20 Minuten schon mit 3-0 feiern. Angefangen jetzt mit dem Penalty, den Katterbach verschuldet hat. Das ist jetzt eigentlich der dritte Penalty, der einfach unnötig verschuldet worden ist. Wir haben auch gesagt, Fehler dürfen wir machen, aber sie machen irgendwie immer die gleichen Fehler. Ja, immer die gleichen. Ja, sie machen halt immer entscheidende Fehler in Situationen, wo das nicht passieren darf. Und das zeigt ganz klar, dass die Mannschaft halt auch zu wenig routiniert ist, dass da zu viel aus den Emotionen heraus passiert. Er hat ja das auch eigentlich gut gemeint. Er meint, ich muss dran machen, tun. Aber man hat halt immer wieder die Fehler drin, die sich auswirken. Und von dem lebt der Fußball halt. Das ist einfach mal so. Wer die meisten Fehler macht, der verliert am Schluss, das ist so. Und wie gesagt, das zeigt aber auch eine gewisse Nervosität, die in dieser Mannschaft herrscht. Man will zwar probieren, man macht im Übermut halt so Fehler. Und das nackt natürlich auch das Selbstvertrauen von der Mannschaft, an der Moral von der Mannschaft. Man nervt sich natürlich dann schon wieder so einen Scheissfehler. Und all das summiert sich nachher dazu, dass man keine gute Leistung mehr bringt. Und also wir wissen ja nicht, wie es abgelaufen wäre, wäre Patrick Rahm noch Trainer gewesen. Aber ist das auch vielleicht ein bisschen Bestätigung gewesen, der Match, dass der Trainerwechsel definitiv zum falschen Zeitpunkt gekommen ist? Das kann man deuten, wie man will. Der Patrick Rahm hat Anfang Saison ein Team übernehmen, hat das Team gefestigt, hat es in der Meisterschaft in eine sehr gute Position gebracht. Auch international hat man eigentlich das können zeigen, was man von ihnen erwartet hat. Ich habe das Gefühl, dass dann irgendwie das nötige Vertrauen von der Führung nicht da war. Und das hat zu einem Bruch geführt. Und dass man dann im Winter nachher den Assistenten ersetzen tut, war eher kontraproduktiv. Man hat es gesehen. Ein Trainerwechsel im richtigen Moment gibt es, glaube ich, nie. Und es war auch unglaublich schwierig für den Abascal. Ich glaube, man würde ihm Unrecht tun, wenn man sagt, das ist jetzt seine Schuld. Und mit dem Herrn Rahmen oder mit dem Patrick Rahmen hat man das Spiel gewonnen. Aber ich denke schon, dass der FCB zum falschen Zeitpunkt den Trainer entlassen hat. Das war genau vor einer Woche und die Gründe für die Trennung vom FCB und dem Patrick Rahmen, das hat der David Dage im Club-eigenen TV bekannt gegeben. Das war kurz nach dem 3-0-Sieg gegen Lausanne und hören wir doch kurz rein. Das ist nicht der Fußball, für was der FC Basel in Zukunft steht. Wir wollen Mentalität spielen auf dem Platz. Wir wollen spielen, die von der ersten Sekunde an Vollgas geben. Wir müssen Zuschauer mitreißen und einen dominanten Fußball spielen. Für das soll der FC Basel in Zukunft stehen. Und das hat man zum Beispiel am Samstag überhaupt nicht gesehen. Und das ist natürlich auch etwas, was am Schluss in der gesamten Bewertung eine Rolle gespielt hat. Ernie, dominanten Fußball hat man nicht gesehen nach dem 3-0 gegen Lausanne. Aber was war denn das gestern? Das ist noch ein gutes Beispiel. Mentalitätsspieler will er sehen. Dann frage ich mich, wieso er Thauland auf dem Bänkli hockt. Der einzige, auch ein von den Urbasler, der weiss, um was es hier geht. Weil alle anderen wissen gar nicht richtig, um was es geht. Das ist der Michi Lang, der das vielleicht weiss. Und der Walle. Und Entschuldigung, das ist ja schon wieder ein Widerspruch. Jetzt fällt man an und lässt einen Spieler draussen, der die Mentalität eigentlich gerade hätte. Und darum, das sind ein bisschen so Phrasen, die da rauskommen. Was soll ein Abascal, der jetzt kürzlich erst hier angekommen ist, der noch nie eine richtige Mannschaft trainiert hat, was soll der besser auf die Mannschaft überbringen als ein Patrick, der die Mannschaft in einem desolaten Zustand übernommen hat, in gute Richtung gebracht hat, wo
immer wieder sich müssen dagegen wehren, dass reingeschwätzt wird von der Führung, von überall, was er zu tun hat. Für mich ist der Wechsel wirklich komplett verkehrt gewesen, zu einem komplett verkehrten Zeitpunkt. Und der hat auch nichts gebracht und der wird auch nichts bringen, das kann ich jetzt schon sagen. Das wird nicht besser werden, garantiert nicht. Du hast gerade angesprochen, der Thailand Chaka, der war ganze 90 Minuten auf der Bank. Gar keine Freude daran hat er seinen Bruder gehabt, der Granit Chaka, und er hat das auf Instagram, auf der offiziellen FCB-Seite auch geäussert. Er hat gesagt, so ist es, liebe Fans, wenn man seine Spieler rein tut und das Gefühl hat, man kann gewinnen. So. Lass Spieler spielen, die wissen, um was es geht. Und dann wollen wir, dass wir Ex-Spieler zurückkommen, mit dieser Politik niemals. Sicher nicht so. Die Einzigen, die mir leid tun, sind die Fans. Massimo, was haltest du da von dieser Aussage von Granit? Ja, ich merke einfach eine gewisse Unzufriedenheit. Ich denke, der Granit ist natürlich ein unglaublich genialer, toller Fußballer. Und er hat es recht, sich so zu äußern. Er ist beim FCB groß geworden. Und er hat nicht ganz unrecht, wenn er sagt, Mentalitätsspieler haben gefehlt. Und sein Bruder ist so einer. Das ist einfach so. Der Tauli, der frisst Gas, der steht für den FCB, der will nur beim FCB schütten. Und dann nimmt er das auch ab. Dass er in so einem Match nicht auf dem Platz steht, das hat sehr wahrscheinlich seine Gründe. Ich weiß auch, vielleicht ist er nicht in Form, vielleicht hat es ihm leicht zwickt, das wissen wir nicht. Normalerweise müsste es einer auf dem Platz stehen, wenn man genau die Tugenden will umsetzen, die der David Tagen verlangt. Und er ist nicht auf dem Platz. Muss sich jeder selber seine Meinung machen, warum das so ist. Und Rehan hat es letzte Woche schon gesagt, eben Zürcher, die jubeln zusammen, die spornen einander an. Ist das beim FCB jetzt momentan vielleicht eher, also ich will nicht gerade sagen, ein Gegeneinander, aber eher so ein Gegeneinander als ein Miteinander? Ich glaube, es ist definitiv nicht ein Gegeneinander. Man ist aber auf der Suche. Und auf der Suche bedeutet, man braucht Vertrauen. Man braucht einen Plan, man braucht eine Zeit. Und wenn ich die Aussagen von David Tagen höre, dann setzt er innerhalb von kurzer Zeit Der Trainer stab die Spieler unglaublich unter Druck, wie er spielen will. Das braucht einen gewissen Aufbau, das braucht einen Plan, das braucht Spieler. Und ich finde so Sachen eben kontraproduktiv, wenn ein Besitzer, der im Grundsatz einen guten Gedanken hat, am FCB helfen will, meiner Meinung nach sportlich vielleicht noch nicht so eine grosse Erfahrung hat und selber immer gerade das sagt, was er denkt, bringt er vielleicht den Verein ein bisschen in eine schwierige Situation und hilft ihm nicht. Ich fände es sehr wünschenswert, wenn beim FCB, und man hat doch gesagt, man hat einen Verwaltungsrat mit kompetenten Leuten, mit einem Christian Gross, mit anderen Leuten, die irgendwelche sportliche Kompetenz haben, die ihn unterstützen. Die würde ich mal gerne sehen, die jetzt anstehen und sagen, hey, wir machen jetzt das, wir haben einen Trainer müssen entlassen, wir geben dem Abascal eine gewisse Zeit. Wir wollen dominant auftreten, dass man wieder in den Heimspielen das Vertrauen der Fans bekommt. Aber das braucht eine gewisse Zeit. Aber mit solchen Aussagen darf man immer noch gerade den nächsten Match ins Visier nehmen. Und dementsprechend, wenn es gut ist, dann jubeln alle. Und wenn es nicht gut ist, dann ist alles schlecht. Und das ist einfach nicht der heutige Fußball. Der heutige Fußball braucht einen Plan und braucht einen gewissen Aufbau, einen klaren Aufbau. Und ich denke, den muss der FCB zeigen oder neu überdenken. Du hast selber gerade angesprochen, das Stichwort Kommunikation. Das war auch immer etwas, was man unter der alten Führung nicht so gut gefunden hat. Und es hat die neue Führung immer gesagt, das wollen wir besser machen. Aber machen Sie jetzt nicht auch gerade den gleichen Fehler? Eigentlich machen Sie gar nicht besser als vorher. Und es läuft auch nicht besser als vorher. Es ist auf allen Ebenen, wird es nicht besser oder stagniert. Und wie der Jack auch sagt, es wird zu viel Druck aufgebaut, wo nicht nötig ist, wo nur kontraproduktiv ist. Und der Abascal, ich meine, jetzt haben sie am Donnerstag haben sie St. Gallen, das wird enorm schwierig. Die Spieler sind jetzt schon im roten Bereich, da bin ich überzeugt. Und wenn da nur ein bisschen falsch läuft, geht das Ganze wieder auseinander, weil jetzt so eine Situation da ist, wo dann läuft es meistens auch nicht optimal für dich und so. Und Jack, du kennst das auch von früher, das haben wir alle auch miterlebt. Wenn du so ein bisschen im Seich bist, dann hast du auch nie so das nötige Glück und dann läuft es gegen dich und dann sind schon die Ersten am Teufel. Hättest doch du geschaut, wieso hast du nicht? Und das ist das Gegenteil bei Zürich. Dort wird nicht überlegt, mach du, ich mach. Dort ist jeder für den anderen bereit,
jeden weiten Weg, jeden schwierigen Weg zu nehmen. Und so haben die auch angefangen zu shooten. Die wissen, was sie machen wollen. Die haben mit vier Leuten vorne vorgecheckt, die sind nur nach vorne. Die haben gewusst, was wir machen. Basel hat probiert zu reagieren. Sie sind nicht einmal fähig, sie einmal vor das Goal zu kommen. Ich meine, die Flanke zum 2-1 war die erste Aktion, die überhaupt vor das Goal gekommen ist. Und man hat ja jetzt den Patty entlassen, weil man auch Fußball spielen will, Dominanten und. Ich habe gerade gar nichts gesehen. Ich will ja nicht garantieren, dass mit dem Pad besser gelaufen wäre. Aber sicher nicht schlechter als das, was war. Das garantiert nicht. Also mir hat auch das Herzblut gefehlt bei allen Spielen. Wenn ich einen Esposito sehe, reinkomme, jeden Zweikampf verliere, dann frage ich mich wirklich, wieso bringt man das überhaupt? Dann hat der Patty schon recht, wenn er dem nicht bringt, weil der ist nicht bereit, alles für den Verein zu machen. Und die stehenden Bälle jedes Mal nehmen und so. Klar, das kann er schon. Das kann aber noch Mengen anderen auch, wo nicht einmal mehr schütten, den stehenden Ball, das kann jeder. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie du dich zeigst auf dem Platz gegenüber deinen Mitspielern. Und ich weiss, dass er nicht beliebt ist in der Mannschaft. Das muss man einfach mal öffentlich sagen. Er ist beliebt vielleicht beim David, aber nicht bei der Mannschaft. Und so einer macht eben auch viel kaputt. Aber jetzt, sie sagen immer, hervorragend, der tollste Fußballer in Europa, weiss ich, also ich habe noch nichts gesehen von dem. Ich habe vier Spiele gesehen, die okay waren, die toll waren für uns in der Schweiz, weil das Niveau manchmal halt auch nicht so überragend ist. Aber seitdem habe ich nie mehr irgendetwas Gutes gesehen von dem. Das muss man auch mal sehen. Und darum sage ich, so Spiele in so ein Match bringen, das kann es nicht sein. Und der Tauli draussen lassen, wo Gras frisst, wo das Herz am rechten Fleck hat für den FCB, wirklich, das verstand ich nicht. Jetzt haben wir einen neuen Trainer, Abbas Gall, mal bis Ende Saison als Interimstrainer. Aber wenn man jetzt hier zwei Matches wieder verliert, man hat jetzt schon gelesen, Ajax-Trainer vielleicht und so, denkst du, man geht mit ihm wirklich bis Ende Saison? Das kann ich nicht beurteilen. Das finde ich eben nicht unbedingt glücklich, dass man schon wieder in der Zeitung von einem anderen Trainer liest, von einem Assistenztrainer von Ajax Amsterdam. Der FC Basel ist ein grosser Club. Der FC Basel hat ein grosses Ansehen im Ausland. Der FC Basel hat die letzten 25 Jahre unglaublich aufgeholt, hat sich ein Renommee erarbeitet. Und man schaut immer jetzt zu anderen Clubs, Ajax Amsterdam oder Red Bull, aber man muss sich nicht mit denen vergleichen. Und wir sollten uns auch nicht mit denen vergleichen. Man hat unglaublich viel Potenzial. Man muss es aber auch sehen, man muss sich darum kümmern. Es ist einfach zu sagen, ich will wie Ajax spielen und hole einen Ajax-Trainer. Aber wenn der hier hinkommt und Spielmaterial hat, das nicht zu ihm passt, hast du das Gefühl, die haben den Erfolg? Ich weiß es nicht, ich stelle einfach mal die Frage. Ich denke, wir müssen das Ganze einfach ein bisschen kritischer anschauen. Und ich wäre froh, wenn man sich auch ein bisschen reflektieren würde. Man hat schon ein paar Fehler gemacht und man sollte nicht unbedingt die gleichen Fehler zweimal machen. Und der FCB jetzt in dieser Saison, der Titel ist weg. Man muss jetzt auf sich schauen. Und vor allem eben die nächsten zwei Matches werden sehr entscheidend sein. St. Gallen und Lugano. Wenn es blöd kommt, ist man sogar noch Vierter. Ja, wir haben jetzt lange davon geredet, man wollte noch Meister werden, man wollte eine Chance auf einen Meistertitel. Da haben wir gleich mal gemerkt, dass das alle sehr schwer oder unmöglich wird. Das ist ja so. Dann hat man ja wirklich müssen den Fokus legen auf den zweiten Platz, dass man europäisch dabei bleiben kann. Und auch das haben wir irgendwann gesehen, auch selbst das wird sehr schwer. Jetzt ist man schon wieder drauf, dass man nach hinten schauen muss, dass man am Schluss nicht noch Vierter wird. Gegen St. Gallen nicht gewinnen, Lugano gewinnt, nachher hat man Lugano. Das kann so schnell gehen und dann kämpft man um einen vierten Platz. Und darum, jetzt muss man schauen, dass wirklich Ruhe reinkommt, dass man nicht zu viel Sachen rauslässt, die kontraproduktiv sind, die das Team noch mehr unter Druck bringt, dass man da vielleicht ein bisschen demütiger wird und ein bisschen überlegt, um was es eigentlich hier geht in diesem Verein. Und dann kann man hoffen, dass es durch das auch besser wird. Und man muss auch aufpassen, dass die Fans, auch eine Muttenzerkurve, die sich so Mühe gibt, auswärts zu gehen, wirklich Stimmung macht, auch im Stadion Stimmung macht, dass dort das nicht auch einmal gibt. Weil das ist wirklich der 12. Mal. Die sind wirklich bereit, alles für den Verein zu tun. Wenn ich denke, was die auf sich nehmen,
auch für auf Zürich gehen, um in das Stadion zu gehen und. Und dann wirst du immer wieder enttäuscht. Irgendwann hast du genug Enttäuschungen hinter dir. Und dann, wenn das auch noch gibt, dann wird es ganz schwierig. Und dann europäisch ist der FCB momentan auch noch dabei. Nächste Woche geht es gegen Marseille. Die sind Zweite in der Liga. Ich glaube, der Tirana-Traum, den der David Hagen hatte, der ist in weite Ferne gerückt. Ich denke, es ist eine Chance, wenn man gegen so einen starken Gegner darf antreten. Man hat nichts zu verlieren, man kann den Gegner gut analysieren. Die Spieler werden nochmal auf eine andere Form gefordert sein, weil in einem Derby gegen den FCZ, wenn du nicht selber von Basel bist oder lange dabei bist, weisst du nicht wirklich, um was es geht. Und dann fehlen vielleicht noch mal ein paar Prozent. Hier, wenn man gegen Marseille spielt, kommt das automatisch. Und die paar Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, die werden das als Bühne sicher können nutzen können. Sie können es zeigen auf eine gute Art und Weise. Es wäre toll, wenn der FCB vielleicht über die Conference League wieder zu einer gewissen Form finden würde, die sie dann nachher auch in die Meisterschaft übernehmen können. Ernie, deine Meinung zum Marseille-Match? Ja, auch, wie der Jack auch sagt, manchmal braucht man so ein Spiel, wo man eigentlich Außenseiter ist, wo man eigentlich wirklich nichts zu verlieren hat, um sich wieder ein bisschen aufzubauen. Eben, indem dass man dort ein bisschen freier aufspielt. Man hat ja nichts zu verlieren, man kann nur gewinnen. Manchmal braucht man so ein Spiel, dass er die wieder so in die richtige Bahn hineinbringt, auch um in der Meisterschaft können zu realisieren. Und wie gesagt, in der Meisterschaft verlangt man vom FCB immer, dass er gewinnt. Ob es jetzt gut hier hinten dran sowieso, aber auch ein Syrien, IBE, hat man ja immer das Gefühl, nein, wir sind ja eigentlich besser, wir müssen die schlagen. Das ist nicht so einfach momentan. Es kann Befreiungsschlag geben, wir hoffen es auch. Wir hoffen nicht, dass es gerade einen Debakel gibt. Das wäre natürlich wieder in die andere Richtung. Aber ich habe auch das Gefühl, das tut ihnen momentan gut. Wir werden sehen, wie es rauskommt. Euch zwei, danke vielmals, sind ihr zwei da gewesen. Und für den FCB geht es am Donnerstag weiter gegen den FC St. Gallen und am Sonntag auswärts in Lugano. Am nächsten Montag gibt es wegen der Fasnacht vor einmal kein FCB total. Dann sehen Sie nämlich bei uns die Schnitzelbank. Aber auch dort wird der FCB vermutlich zu Genüge thematisiert. Das nächste FCB total sehen Sie dann in zwei Wochen, am 14. März. Dort diskutieren wir dann über das Conference League, Hinspiel gegen Marseille und den Auftritt in der Meisterschaft. Bis dahin wünsche ich gute Zeit und vor allem eine schöne Fasnacht.